8. Jetzt geht's auf die Kabine mit Dusche und Fenster. So, wir haben unser Quartier bezogen. Artem ist in his condition. Ganz genau. Ne? Also noch haben wir nicht die interessanteste Aussicht, aber das wird noch, Freunde. Verspreche ich euch. So, ich verstehe, dass Artem jetzt gerade Stress macht. Er möchte seine Jacke anbehalten, bei bestimmt 28 Grad hier drin im Schiff. Aber dann ist es so. Also wenigstens ruhig. We'll be right back.
ist etwas rutschig hier. Freunde, Abfahrt, wir haben abgelegt. Los geht's. Ich denke mal, so eine halbe Stunde werden die ganzen kleinen Inseln beginnen. Und dann mache ich von draußen noch ein schönes Video, ne? Darf ich euch mal sagen, was diese Kabine kostet? Zum normalen Fahrpreis, wenn man sich für eine Kabine entscheidet mit Fenster, gibt auch noch welche ohne Fenster, weiß ich aber jetzt den Preis nicht, 16 Euro mehr zum Fahrpreis. Für 9 Stunden diese tolle Kabine. Für uns mit Atom, der hier mit Jacke sitzen möchte, natürlich super. Und was sagst du, Kurt? Du, Kurt? Tommy will nicht ins Bild heute. Oder? Nee. Eine halbe Strecke, genau zwischen Finnland und Schweden, die Insel Åland. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja. Da kommen wieder neue Passagiere an Bord. Leute verlassen das Schiff, weil sie hier wohnen. Sehr cool.
So, ihr Lieben zu Hause, wir sind angekommen, wir sind in Stockholm, wir haben das Fahrzeug gewechselt. Ne? Also hier seht ihr unseren Stellplatz für die Nacht in Stockholm. Wir gucken mal, ob wir morgen dann noch eine Nacht bleiben. Mal sehen, wie es so ist. Da hinten sind die Duschen und die WCs. Ja, hier ist ordentlich was los. Ne? Das sind auch rische, große Brummer, die hier rumstehen. Und wir sind da. Ja, auf dem Schiff war es wieder traumhaft schön. Also, kann nicht besser laufen. Und jetzt haben wir es auch nicht mal so kalt. Ne? 3-4 Grad. Ja.